Heißt das eigentlich wirklich du, Lina? Ich gucke aber das Kyrillische an. Dann packt er wieder seine russische Skills aus, weißt du? Ja, ich kann es nicht lesen, weil das Auto spawnt. Russischer Regisseur, eigene, ne? Ja, ja. Sag mal. Was soll russischer ich sagen? Regisseur. Russischer Regisseur? Ah, Wahnsinn. Was? Ja. Ist das ein Zungenbrecher oder was? Nö, ich habe das nur irgendwann mal aufgeschnappt so und habe dann immer mal wieder die Leute gefragt, hier sag mal russischer Regisseur, und die meisten stolpern halt einfach irgendwie drüber. Okay, ja gut, ich muss ja... Du ziehst weg, Mann, ich komme einfach nicht hinterher, aber ich muss halt auch die Knarre im Anschlag halten. Weil... Da habe ich ja glatt nochmal eine Pirouette gedreht vor lauter Freude. Habe ich glücklicherweise nicht aufgenommen, wäre jetzt bestimmt auch nicht so schön zu sehen gewesen, deswegen... Oh, nicht dein Ernst. Vielleicht habe ich auch nicht hingeguckt. Jetzt. Mensch, ist das toll. Voll die Pirouette. Bei mir bist du einfach nur noch links. Seit wann hat man denn hier einen Side-Channel? Lipton spricht. Hat man nicht auf jedem Server einen Side-Channel? Nein, eigentlich ist der Side-Channel deaktiviert. Naja, Lipton hat es im Gang. Ja, Lipton Iced. Ja, genau. No-Name Hero. Wir sterben irgendwie relativ wenig Leute. Komm schon, nee, so ein Trecker wäre jetzt schon ultra witzig. Ich glaube, Kill-Messages gibt es hier nicht. Echt nicht? Ich glaube nicht, nein. Ah, okay. So, lass uns mal kurz umgucken hier. Habt ihr hier irgendwo einen Traktor sehen? Wir schnaufen schon wieder wie die Rösser an. Ja. Da vorne ist die Factory, ne? Nee, doch, nicht. Das ist die Factory, aber da müssen wir jetzt nicht hin, das heißt, wir müssen jetzt da rechts, ne? Ich meinte mit Nee meinte ich keinen. Müssen wir doch kein Trecker, warte kurz. Ich werde noch gucken, wo der Hochstand sich befindet. Und dann kann ich dir sagen, ob du recht hast. Wo denkst du, müssen wir lang? Hier lang. Los, geh nicht, du bleibst komisch, das war Deutsch. Ist das Deutsch, was der Mann da spricht? Ich habe keine Ahnung, ich glaube einfach nur, sein Mikrofon ist kaputt. Ja, ich glaube, er hat sein Mikro im Mund und kaut gerade drauf rum, so wie das klingt. Ich würde auch bezweifeln, dass es ein Mann war. Was? Das? Sicher? Naja, wenn ich da an die Erlebnisse bei Let's Fight denke und gedacht habe, Mensch, die klingen aber alle ziemlich jung, und dann ins CS gewechselt hat rüber und auf einmal schrillt einen da eine 13- oder 16-jährige Stimme an und man denkt sich so, mein Gott. Ach so, du meintest kein Mann, sondern Junge. Ja, ja. Genau. Ich hab gedacht, du hast vermutet, es wäre eine Frau. Ah, ich bin dran. Oh, ah ja, richtig. Mich holt ihn der Attacke. Ich hol mal die Axt raus, ich komme auch direkt. Axt mal drauf. Einer. Ich habe ja gar keinen Hitmarker, sehe ich gerade. Nein, wir sind ja auf einem Veteran-Server. Du Teufel. Ja, dann gehe ich doch. Da ist doch bestimmt eh wieder nichts drin. Doch, da ist nichts drin. Da liegt Müll rum. Da brauche ich gar nicht hochgehen, ist doch großartig. Spart doch ganz viel Zeit, die wir dann investieren können in Weiterrennen. Ja, wenn du mir kurz einen Moment gibst. Dann sage ich dir, wo wir weiterrennen. Ah ja, jetzt kommen wir nämlich genau zu unserer geliebten Scheune. Ach ja, vielleicht ist sie uns ja nochmal gut gewogen. Ja. Hätte doch Quinn was killed by Nox, guck. Oh, tatsächlich. Und ist wieder Friendly Anzeigen. Fire. Ich hatte gestern auch auf dem, also nicht Let's Fight natürlich, aber auf unserem Let's Fight Server gesagt, 3 Kills gemacht. Es wurde alles als Friendly Fire gewertet, dabei haben die mich angegriffen. Also gut, dem einen habe ich in den Rücken geschossen. Das sehe ich ein. Ja, aber wie bist du dazu gekommen, 3 Leute flach zu legen? Ich war halt einfach ganz geschickt. Also ich, nee, eigentlich nicht. Ich hatte halt eine Lee Enfield. Ich habe immer in den Barns geguckt, bis ich eine Lee Enfield hatte. Und bin dann halt auf Jagd gegangen, weil ich nicht genau wusste, was ich sonst machen soll, weil du halt so wenig Überlebenschancen hast. Ich bin halt immer nach Elektro gegangen und habe Leute gejagt. Sehr schön. Habe immer gehört, wo Schüsse sind, bin hingegangen. Und nachdem ich halt von dieser Bandit-Gang geholt wurde, hatte ich keine Lust mehr auf Samthandschuhe, habe ich gedacht, ich töte jetzt einfach nur noch. Ja, da unten ist die Scheune. Das Let's Fight. Da macht haben schon wir sehr viel Spaß. Dieses wunderbare Auto noch gefunden. Ja. Wo wir uns jetzt auch, das ist glaube ich auch noch sind. Drauf auf der Aufnahme, oder? Ja, das ist auch noch drauf, allerdings auch nur teilweise, weil wir... Russian only, nein, ich glaube nicht, dass er Deutsch spricht. Klingt komisch irgendwie, ich kann es da zuordnen. Ist aber auch nicht so wild. Wir sind ja... Nee, aber warte mal. Mich interessiert sowas immer. Ich
glaube, ich habe hier schon wieder was gepult, oder? Nee. Ha, ich wollte dich nur sitzen lassen. Ich habe extra zur Headshot gewechselt. So. Hier unten haben wir ja ein Auto gefunden. Ich glaube kaum, dass wir noch eins finden, aber... Hör auf, sowas zu sagen. Wir wollen ja das Glück mal herausfordern. Ich glaube ja, dass das jemand da drin geparkt hat beim letzten Mal. Da ist kein Auto drin. Das kann nicht da drin geparkt worden sein mit einem kaputten Reifen. Das habe ich auch gesagt, bevor ich den Reifen zerklopft habe. Ja gut, das ist richtig, aber das ist ja ein Autospawn hier. Also wenn man ein Auto hat und es auf dem Autospawn parkt, dann muss man schon arg verblödet sein. Scheiße, so. Ey, ich möchte ein Auto haben, Entschuldigung. Ja, was ist denn mit ich check mal einem Boot? Was willst du denn mit einem Boot? Keine Ahnung. Ich meine, cool wäre das bestimmt, aber... Ja gut, da müssten, also da gibt es ein paar Möglichkeiten, Solnitschny und Berezino. Ich gucke jetzt gerade nochmal die Map. Ja, wir können ja sowieso gut in der Factory mal gucken, aber ich glaube, ohne Scheiß, wir sind besser unterwegs, wenn wir uns irgendwelche markanten Punkte aussuchen oder an den Map-Rändern entlang laufen, wenn wir da ein bisschen was abgreifen wollen. Weil da findet man dann halt eher die... Ja, das stimmt schon, weil es weniger besucht ist. Wir könnten ja mal... Ich war noch nie ganz im Norden zum Beispiel. Ja, dann, also richtig weit oben. Zum Beispiel hier Krasnostav. Das Ding hat einen Airstrip, einen Autospawn, einen Helispawn. Ja, da ist ja das sonst... Das ist sogar ein Army-Jeep-Spawn. Ganz im Norden. Ja, ich sehe es, Ja, dann setzen wir doch einfach mal Maika hin. Ah ja, dann lass uns doch... Black versorgt Mountain? Sind wir im Moment nämlich mit Sachen eigentlich. Ja, da würde ich doch sagen, wo sind... Wir sind ja jetzt bei... Dolina, wollen wir vielleicht an der Küste entlang laufen? Oder? Ja. Ist vielleicht aber auch nicht so die geilste Idee. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, irgendwie, weil da ist halt so viel einfach. Also ja, ich glaube, wir wären fast sicher, wenn wir. Straight on, geradeaus. Ja, ich guck gerade mal noch was weiter. Krasnostav. Okay, Krasnostav. Da ist nämlich noch ein. Was ist denn das? Oh, so ein Quad, kann man da zu zweit drauf? Ach Mensch, sind ja nur 5,5 Kilometer, na dann. Warte mal kurz, aber wir können erstmal dahin, da ist nämlich ein Quad-Spawn. Weißt du, ob man auf einen Quad zu zweit drauf kann? Ich glaube, ich weiß es nicht. Egal, wir gucken einfach, wer es da steht. Attacke. Okay, also dann, ich glaube, dann kannst du die Aufnahme aber auch erstmal wieder beenden. Cutten, oder? Weil wir laufen jetzt erstmal. Ja, aber eigentlich könnte man, eigentlich war die Idee, auch beim letzten Wald einfach laufen zu lassen. Also da darf jeder so lange gucken, wie er will. Ja, okay. Und wenn er keinen Bock hat, dann soll er sich Let's Fight angucken. Wobei bei Let's Fight ja auch viel gelaufen wird. Das haben bleibt ja nicht aus in dem Spiel. Richtig. Ich klemm gerade mal mein Feuerzeug in die W-Taste. Das ist gut, wenn du deine Wumme. Lass ruhig deine Axt draußen, weil dann laufen wir nämlich gleich schnell. Zieh doch auch die Pistole. Nee, oder ist dir das zu unsicher? Das ist mir zu unsicher. Da war ich war da einfach noch nie. Ich war noch nie höher als, also nördlicher als Berezino. Okay. Dann, und ich glaube, da ist auch. Wir doch mal deinen lang gehegten Kindheitstraum erfüllen und uns mal ein bisschen was anderes von der Map angucken. Ja, vor allem, ich glaube halt auch, dass da deutlich weniger Leute sind oder dass deutlich weniger Besuch ist. Weil du spawnst halt einfach im Osten oder im Süden und wenn du halt irgendwie schnell Zeug haben willst, dann gehst du halt in die anliegende Städte und bist im besten Fall nach einer halben Stunde tot. Und da musst du halt wirklich schon hingehen, wenn du wirklich ein Ziel hast. Also, Airstrip ist natürlich so eine riesen Anlaufstelle. Aber so eine größere Stadt, ist, die halt so ganz im Norden ist. Ja, nee, das ist schon richtig. Allerdings. Ich kann mich auch täuschen, ja. Nee, allerdings ist es ja auch so, dass. Jetzt haben wir eine Horde hinter uns, Mann. Dass die Leute, die das halt schon ein bisschen länger spielen, genau auf die gleiche, auf die gleiche Schlussfolgerung kommen, weißt du? Das ist richtig. Und oben Berezino ist ja auch wunderbar, um mal eben zwei Einkaufsmärkte und ein Krankenhaus leer zu räumen. Ja. Und deswegen, ja klar, Berezino. Das ist halt so die sichere Variante, weißt du? Und das kann halt dann schon wieder ziemlich unsicher werden für jemanden, der halt denkt, dass es eine sichere Variante ist. Das Problem ist, dass wenn man so denkt, dann gibt es keine sicheren Varianten. Das ist richtig, ja. Gibt's auch nicht. Ja, das ist richtig. Ich muss mal ganz kurz auf den Desktop switchen.
Du bist weg. Laufe ich noch? Nein, du bist weg.